Hallihallo, nächster Part von Let's Play Mass Effect 3. Im vorhergangen Teil hatten wir eine wilde Verfolgungsjagd und wir hatten, wir haben wieder jede Menge Zerberus-Soldaten in den ewigen Orkus befördert und Kaidan liegt verletzt im Bettchen und wir werden jetzt dann wohl, die Zitadelle ansteuern, um ihn ärztlich versorgen zu lassen und Liara möchte ja wissen, ob wir denn noch daran glauben, dass wir die Reaper besiegen können und wir sagen... Ja, schlaufen ungern weg, ne? Ich bin Soldatin und sollte auf der Erde kämpfen, statt meine Zeit hiermit zu verschwenden. Wenn es klappen soll, brauchen wir sie. Tja, da hat sie wohl recht, ne? Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Kaidan und James. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Oh, wir sind aber... richtig depressive Stimmung herrscht hier gerade. So, ich bin so gespannt, wie die Zitadelle diesmal im Mass Effect 3 realisiert wurde. Ob sie wieder so offen ist wie im ersten Teil? Yeah. Oder eher einzelne Abschnitte wie im zweiten. Cool aussehen tut schon mal. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie ihn? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Ja. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. So, James hat uns ja im letzten Part den Arsch geredet sozusagen und hat verrückte Tussi aufgehalten. Commander Shepard. Servus. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Ach, der Bailey. Captain Bailey. Schön, Sie wiederzusehen. Haare gefärbt? Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch? Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Wollen wir das machen? Nee, ne, das machen wir nicht, weil der geht mir tierisch auf den Sack. Von mir aus können noch abkratzen, interessiert mich nicht die Bohne. Das Treffen mit dem Rat hat oberste Priorität. Yep. Ich gehe jetzt zu Udinas Büro. Wir treffen uns dort. Einer meiner Männer führt sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche keinen Ärger zu machen. Was ist mit ihm? Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Tja. Wir sehen uns dann, Shepard. Tschüss. Sicher. So, V drücken, um Odinas Aufenthaltsort auf der Karte anzuzeigen. Okay. Oh, 10.000 Credits haben wir halt. Oh, hallo. Okay, ein Creeper. Also das ist jetzt hier wohl die neue Zitadelle, oder was? Ich sage immer Zitadelle, eigentlich heißt es ja Citadel. Oh, wir haben aber...
Kinder, jetzt guckt euch das mal an. Wir haben einen sehr mädchenhaften Gang, oder? Oh, ist ja süß. Och. Ja, das sieht schon männlich aus. Wir sind ja eine Frau. Aber das ist schon... Na, du wieder. Hallo. Hat er eine feste Aufgabe oder läuft er... Ah ja, okay. Ja, na gut. Okay, Avina, so, dich gibt's auch wieder, ja? Hallo, Commander Shepard. Oh. Willkommen auf der Citadel. Oh, du Arme. Dies ist Andockbucht D24. Beachten Sie, dass C-Sicherheit aufgrund aktueller Vorkommnisse jederzeit Routineüberprüfungen von Identität und Waffenschein vornehmen kann. Was ist mit deiner Stimme passiert? Was ist denn da? Also, warum? Naja, okay. Was gibt's noch hier so? Andere wichtige Bereiche, die ich kennen sollte? Die Andockbucht E24 wurde kürzlich zur Beherbergung der zahlreichen Neuankömmlinge auf der Citadel umfunktioniert. Möchten Sie den offiziellen Vertreter Ihrer Spezies kontaktieren, gehen Sie bitte zu den Citadel-Botschaften. Medizinische Versorgung erster Klasse erhalten Sie im Huerta-Krankenhaus im Präsidium. Okay. Das Präsidium Unterhaus ist seit der Gründung des Rats auf der Citadel ein kulturelles Zentrum. Alles klar. Routineüberprüfung. Wozu die strengen Sicherheitsmaßnahmen? Die neu installierten Screening-Felder beschleunigen die Abfertigung an den Sicherheitsstationen in jedem Dockbereich. Die Screening-Technologie auf der Citadel setzt topmoderne biometrische Authentisierungssysteme der Surtr Foundation ein. Ah, klingt ja spannend. Beachten Sie bitte, dass jeder Versuch, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, zu sofortiger Verhaftung führt. So, meinst du? Was gibt es hier sonst noch? Sie befinden sich im Dockbereich D24. Ihre biometrischen Daten erlauben Ihnen den Zugriff auf weitere Informationen über diese Bucht. Das ist die Luftschleuse, die aktuell dem Allianzschiff Normandy zugewiesen ist. Ein Blick aus dem Fenster der Bucht zeigt Ihnen einen der wunderbaren Ausblicke, für die die Citadel berühmt ist. Was ist mit dem Raum da drüben? Dort warten alle, die mit Neuankömmlingen sprechen wollen. Daneben befindet sich die Sicherheitsabfertigung. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Also. In Ordnung. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Naja, schauen wir mal. Also, wir sind anscheinend auf Bay 26. Nee, 24. Hier steht doch. Sie müssen den Rat besuchen, bevor Sie gehen. Na gut. Nee, hier 26. Ah ja, hier. Ja, wie komme ich zum Rat? Oh, hier hört man. Idiot. So, hier hören wir im Hintergrund noch die Nachrichten. Security, okay. Elevator. So, Tag. Du hast auch wieder keinen Stuhl, ne? Naja, ich hab echt einen scheiß Job. Fahrstuhl benutzen. Oh. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Die lispelt. Ich werde nicht... Das packe ich nicht. Die lispelt. Alter, die hat übel den Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Avina-Terminal um Unterstützung. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Okay, von Interesse. Ich möchte in die... Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Avina-Terminal um Unterstützung. Ich will in die Citadel-Botschaft. Kommt. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Bei den Präsidiumsbotschaften, alles klar, Mutti. Boah, ist ja geil. Ah. Avina, hi.
Hallo, Commander Shepard. Willkommen bei den Citadel-Botschaften. Ah. Der aktuelle Menschenbotschafter ist Dominik Osoba. Mhm. Commander Bailey ist der diensthabende Offizier. Sie finden ihn im Bezirksbüro der Citadel-Sicherheit. Okay. Das war's, danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Nee, ich frag die im Fahrstuhl, die klingt viel geiler als du. Ah, das ist aber hier wirklich, ey, guck mal, das ist richtig mit Liebe zum Detail. Und auch im Hintergrund immer die ganzen Berichte, die man hört. Okay. Also was hat sie jetzt gesagt? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Do you have a career? Waiting in internal affairs. Security. Alles klar. Wo müssen wir denn? Ich blick doch schon wieder nicht durch. Verdammt. Das ist immer, weil ich nicht zuhöre. Ah, guckt mal. Hier geht's hoch. Dann gehen wir da auch mal hoch. Kann ich dich irgendwas fragen hier? Kann ich mal mit einem reden von euch? Nein. Na gut, dann gehen wir hier hoch. So, C-Security Commander Bailey. Okay, da haben wir schon mal sein Büro. Sprich mir das aus. Counselor. Ja, okay. Botschafter auf jeden Fall. Öffnen. Commander. Ja. Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Mhm. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Wir sind beste Freunde. Der Rat tagt bereits. Die Reaper sind auch in unserem Sektor. Die Erde ist nicht mehr oder weniger wichtig als jede andere Welt des Rats. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Ist auch gefärbt, woher oder? Wollen Sie das wissen? Die Reaper eröffnen ständig überall neue Fronten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Es ist eine Invasion. Yep. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Die Erde mag leiden, aber unsere Welten fallen auch. Die Turianer haben Tetris verloren. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Muss ich daran erinnern, dass Shepard den Rat beim letzten Reaper-Kampf für die Interessen der Menschen geopfert hat? Ja, das würde ich auch wieder machen. Aber am Ende haben wir überlebt, weil wir Shepard gefolgt sind. So schaut's aus. Und wenn das dieses Mal nicht ausreicht? Das ist eine bessere Idee. Schlimm. Wenn wir die Reaper auf der Erde angreifen und verlieren, was dann? Ich erwarte nicht, dass Sie mir ohne einen Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Mhm. Proteanisch? Was ist das genau? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Und damit lassen sich die Reaper vernichten? Es sieht so aus. Er ist gewaltig und komplex. Das ist eine Frau? Sinnlos. Die Proteaner wurden von den Reapern ausgelöscht. Ganz klar. Die Waffe taugt nichts. Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier. Etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Glauben Sie daran, Shepard? Nach allem, was Sie von den Reapern gesehen haben? Ja, genau. Hast du bessere Idee, du Vollpfosten. Verstehst? Es ist jedenfalls besser, als herumstehen und diskutieren. Genau. Und Udina hat recht. Wir müssen zusammenhalten. Mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der ganzen Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Der Rat kann der Erde keine militärische Unterstützung geben. Unsere eigenen Planeten gehen vor. Die Salarianische Union hält einen Gipfel unserer Spezies ab. Sind unsere Grenzen gesichert? Können wir ihnen auch helfen? Unsere Flotte ist ebenfalls beschäftigt. Ich will ehrlich sein und keine Rettungsversprechen abgeben, die ich nicht halten kann. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Ja, was mit dem Turianer hier? Der hat nichts mehr zu sagen. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Jetzt müssen wir uns mit dem Assi-Kopf da... Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Ja, du doch auch, oder? Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können Sie so blind sein? Komm
Commander. Commander. Na also, da haben wir noch. Ich kann Ihnen nicht geben, was Sie wollen, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Pelevens Primarch Fedorian hat den Kriegsgipfel einberufen. Er ist genau Ihr Mann, offen für extreme Lösungen. Das Problem ist, er konnte wegen des Reaper-Angriffs Pelevin nicht verlassen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Mhm. Er ist wichtig für den Gipfel. Wenn die Normen, die ihn rausholt, ohne entdeckt zu werden... Ja, jetzt... Alter. Die Reaper zerreißen uns und Sie wollen einen Deal machen? Ich versuche Ihnen zu helfen, Commander. Die Gipfelmächte bestimmen unsere Kriegsstrategie und der Rat muss sich daran halten. Die Rettung bringt Ihnen einen Verbündeten, der Ihnen geben kann, was Sie suchen. Während Reaper die Erde verwüsten. Ihr Ratsherr hatte recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist der beste Weg. Primarch Fedorian ist angeblich auf dem größten Mond von Pelevin. Sie müssen unentdeckt rein und raus. Den Rest erledigt er dann. Mehr kann ich nicht für Sie tun, Commander. Naja, besser als nix. Da wäre noch etwas. Mhm. Der Rat hat zugestimmt, Ihren Spectre-Status wiederherzustellen. Aha, hört, hört. Und man ist sicher, dass Ihnen auch Ressourcen überantwortet werden. Mhm. Viel Glück. Lief ja großartig. Ja. Es ist ein Anfang. Ja. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. So, Tagebuch aktualisiert, Priorität Pallavin. Okay. Ja, also, dann haben wir ja in der Folge ja schon mal ein bisschen was von der Citadel gesehen. Und dann werden wir mal gucken. Wahrscheinlich machen wir dann im nächsten Part, gucken wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen um und wir werden dann diese eine Mission machen. Ich gucke nochmal schnell nach, was müssen wir denn da? Logbuch Pallavin. So, Primarch Fedorian von der Turianischen Hierarchie hat einen Kriegsgipfel einberufen, der eine Gelegenheit für die Allianz darstellt, um Hilfe beim Bau des Tigels zu bitten. Tigels, okay. Leider ist Fedorian in den Reaper-Angriff auf Pallavin geraten. Retten Sie den turianischen Primarchen vom Mond von Pallavin. Okay, Priorität die Citadel. Ja, das haben wir gerade gemacht. Gut, ja, dann im nächsten Part holen wir dann diesen Fedorian vom Mond von Pallavin. Ole, ole, bis dahin. Tschüss.